Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenjournal. Wir berichten Ihnen heute über die Tomatina in Munion. Im Insgesamten ist die Entstehungstheorie immer gleich. Die Jugendlichen vergleichen sich an die Tomaten des Gemüsestandes und bewerfen die Leute. So begann es 1945. Seit diesem Erlebnis gibt es in dem Bergdörfchen Buñol, 40 Kilometer westlich von Valencia gelegen, Ende August in der 10.000-Seelen-Gemeinde, eine Tomatina. Es fliegen aus Spaß überreiche Tomaten durch die Luft. Jährlich besuchen 40.000 Touristen das Dorf, um den einzigartigen Anblick der Tomatenschlacht zu betrachten, die genau eine Stunde dauert. Doch gibt es bei der Tomatina auch einige Regeln, wie zum Beispiel keine Flaschen oder Gegenstände mitbringen oder an T-Shirts oder Hemden reifen. Nach dem Böllerknall keine einzige Tomate mehr werfen. Nun sehen Sie eine Live-Übertragung der Tomatina in Buñol.